Willkommen zurück zu Multiplate Rebound. Wir sitzen hier in unserer Stadt, Uxcall. Und warten auf, keine Ahnung worauf wir warten, wir warten einfach. Haben wir genug Geld zum Befördern? Ich weiß gar nicht mehr, ob wir genug Geld zum Befördern haben. Jetzt haben wir auf jeden Fall genug Geld zum Befördern. Jo, wir verlassen auch mal das Gebäude erstmal. Und in meine Mischte ist Robert in der Kiste. Waffenknecht. So, in der Stadt können wir jetzt auch erstmal weiter nichts tun. Wir haben ja auch Frieden und so. Boah, hier gehört alles schon uns. Die ganze Kette hier lang. Finde ich cool. Ich frage mich nur gerade, gegen wen wir wohl als nächstes Krieg führen werden. Und ob überhaupt. Aber wir sollten nochmal hier hinreiten. Ich möchte nämlich gern die Marschallschaft wieder mir geben. Sicher ist sicher. Burg. Ach du Schande, hier ist ja schon einiges los. Fürs Cavell ist der Neue, da ist er. Belange des Reiches. Da. So ist das gut. So, und was machen wir Hübschen jetzt? Tja, gute Frage. Wir können ja nicht viel machen, also reiten wir einfach wieder nach Norden. Kloppen uns dann noch ein wenig mit den Einheimischen und ja. Ein paar Rekruten noch holen, ausbilden. Was man halt so tut. Außer wenn wir keine Rekruten kriegen. Burg Tramuk mit diesem blauen Banner da drüber, das sieht natürlich gut aus. Und ich bin jetzt auch irgendwie total süchtig geworden nach dieser Schnellreise. 40 Banditen. Können wir es mit dem aufnehmen? Wird sich gleich zeigen. Wir haben 5 Reiter, Armbrustschützen. Hier haben wir noch einen Ritter und 7 Reiter, Fußsoldaten. Noch ein paar Veteranen. Was sind denn das für Banditen? Einfach nur Banditen. Ja, da würde ich sagen, greifen wir die mal an. Wird schon schief gehen. Los geht's. Armbrust angelegt. Ha, da habe ich sogar wen getroffen mit. Wow, ich bin so gut. Oh oh, Rückwärtsgang reinlegen, ganz schnell Rückwärtsgang reinlegen. Nebenbei noch ein bisschen draufkloppen. Einfach drauf. Ich halte das schon aus. Ah, lass das. Einfach schwingen lassen. Da kommen auch meine Reiter schon um die Ecke. Jetzt, ich stecke im Zaun fest. Zu Pferd können wir die nicht nachladen, ne? Nee, gut. Alles klar, habe ich verstanden. Sprung. So schnell besiegt man Banditen. Und wir haben auch nur 2 Verwundete. Nee, gib mir das Zeug mal nicht. Gib mir lieber ein paar Rekruten. Die Bevölkerung akzeptiert euch. Das sieht immer so Vegier-mäßig aus bei Nacht. Denke ich immer, das Reich gehört den Vegieren, aber tut's nicht. Wo reiten wir denn als nächstes hin? Nach da. Ich sollte das echt mal wieder lassen mit dieser schnellen Reise. Das ist gar nicht gut, sehr gefährlich alles. Aber es lässt sich so schön schnell mit rekrutieren, also vielleicht gewöhne ich es mir doch an. Udinyat. So.
So, jetzt schauen wir aber erstmal nochmal, was wir hier befördern können. Können wir nämlich einiges wieder befördern. Machen wir noch ein paar Scharmützler draus. My men would like a word with you about your personal belongings. Alles klar, ist in Ordnung. Sollen sie einfach nur reden, sollen sie einfach nur reden. Da 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 da. Oh Leute, benehmt euch. Bitte. Aber die holen echt meine Leute vom Pferd. Ich glaub's nicht. Ach ja. Ach, da haben wir einen, der ein bisschen verletzt ist. Schade, den wollte ich eigentlich holen. Hol ich halt dich. Ach, du gehörst zu mir. Sag das doch. Kann ich nicht riechen. Boah, pass auf, wo du hinreitest mit deinem Speer hier. Es kann böse enden. Mau. Werft. Ich schweb hier mit meinem Pferd, kann das sein? Die heben mein Pferd hoch. Ah, jetzt stehe ich wieder. Yeah, yeah, juhu, yeah, 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 yeah. Und fertig. Hey, wir haben Toten, was soll das? Was denkt ihr, wer ihr seid? So. Scharmützler zu Bogenschützen. Hier haben wir noch ein paar Reiter. Hier haben wir auch noch ein paar Reiter. Hier haben wir noch einen Waffenknecht. Was haben wir denn hier noch? Mehr Fußsoldaten? Ach ja. Hab dich. Und das auch noch im Schneegebiet. Also auf das Schneegebiet stehe ich ja total. Ich glaube, das wisst ihr auch mittlerweile alle. Also brauche ich da ja nichts weiter zu erklären. Aber auch das Wappen, das wir uns ausgesucht haben zu Beginn des Spiels, das sieht echt schön aus. Fällt mir. Oh, da vorne stehen Feinde. Zack. Voll in die Hüfte geschmissen. Aua. Die tun es wie ich, nur dass sie besser treffen. Da-dam, da-dam, da-dam. Da-dam, da-dam, da-dam. Einfach drauf prügeln, Peter. Ah, Hilfe, was? Geh weg. Ich will mit draufhauen. Ach ja, ihr immer mit euren Schilden, ihr wisst gar nicht, wie das nervt. Aha, das war also... Ich bin gerade leicht verwirrt, tut mir leid. Yeah, ah, Hilfe. Ich flieg schon wieder mit meinem Pferd hier rum. Aber so eine Axt im Arm, das tut echt weh. Und auch noch im Schildarm hier. Zwei Verwundete, was soll das? Gut, okay, Inventar voll. Und wieder befördern. Reiter, Bogenschützen, Meisterschützen, Veteran. Den hier könnte ich auch inzwischen mal die Punkte wieder verteilen. Wie viele haben wir denn inzwischen? Zwei Stück. Reiten 3, Schild 3. Einhandwaffen und Stangenwaffen fertig. Fertig, habe ich gesagt. Geh weg. So, so weit, so gut. Bzz. Keine neuen Rekruten.
Sehr unfreundlich, muss ich schon sagen. Sehr unfreundlich. Dem können wir 2000 abluchsen, diesem alten Händler hier. Aber ob wir die auch komplett zusammenkriegen? Hm, wird knapp. Nee, wird nichts. Aber da können wir auch noch ein bisschen Nahrung kaufen. Der hat hier so schönes Dörrfleisch. Hä? Holt euch eure verkauften Waren wieder. Bevor ihr... Hä? Okay. Ich glaube, ich habe irgendwie aus Versehen Brot gehandelt. Kann ja mal vorkommen. Bisschen verwirrt bin ich darüber, aber trotzdem. So, hier holen wir uns auch nochmal 7. Die 7 ist eine schöne Zahl. Das werden alles schöne Truppen für unsere Stadt. Und hier lagern wir uns hin. Und warten. Und warten weiter. Ja, geht's jetzt mal los oder nicht? Ja, es geht los. 121, eieiei, das wird ja wieder ein Draufgekloppe. Aber ich bin zuversichtlich, da ich gute Truppen bei mir habe. Mehr oder weniger. Tja, die da unten waren schlau. Wir hier oben eher nicht, aber egal. Passt schon. Ach ja, ich könnte ja die Armbrust wieder rausholen. Und einfach blind in die Meute feuern. Das kriegen wir schon gebacken. Es wäre aber auch ganz nett, wenn ihr mich mal woran lasst. Au. Dam, da, 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 dam. Einfach mal durch alle durchgeritten. Da stehen die doch drauf. Ah, zu früh geschlagen. Au. Bunduk ist aufgestiegene Stufe. Finde ich gut, der ist jetzt auch schon relativ weit. Stufe 14. Remus, wo war der nochmal? Stufe 20, glaube ich. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher, aber der ist auch ein guter Kerl. Ist gut, ihn an meiner Seite zu haben. Ach, ihr gehört alle schon zu mir, der aber nicht. Komm her, komm, 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 komm. Zack. Ist ein unbemanntes Pferd, das gefällt mir gar nicht. Aber eine schöne blutige Linie hier, die wir gezogen haben. Oh, ich habe einen Pfeil im Hals, das tut doch weh. Zwei Tote kann ich mit leben. So, Truppe. Haben wir hier noch ein paar Ritter. Hier haben wir auch noch ein paar Ritter. Reiter, Bogenschützen, Meisterschützen. Das ist doch alles wunderbar. Dann machen wir noch ein paar Scharmützler. Jetzt reiten wir wieder Richtung heimwärts. Und das möglichst schnell. Wo bin ich denn? Ah, hier bin ich. Auf nach Uxkal. Und ich würde auch sagen, wenn wir dann in Uxkal sind, machen wir hier mal Schluss. Und wir sehen uns dann beim nächsten Part von Mount & Blade wieder. Ich sag schon mal tschüss, bis zum nächsten Mal, macht es gut.